Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Oh, wir haben im letzten Part Twin Drake City von Team Plasma bereinigt, weil wir angegriffen wurden mit so einem riesigen Seeschiff, was Eiskanonen abgefeuert hat und die ganze Stadt in Eis verwandelt hat. Und dann hat Finstrio noch den DNS-Kell vom Arena-Leiter abgenommen, der eigentlich jetzt zu uns geschenkt werden sollte und. Es ist sehr, sehr viel passiert. Wer es verpasst hat, auf jeden Fall mal in die letzte Folge reinschauen. Ja. Ich muss dich enttäuschen. Der DNS-Kai ist nämlich in den Händen meiner Kameraden. Ich habe ihn nicht. In diesem Kampf habe ich ihnen einen erheblichen Vorsprung verschafft. Gehab dich wohl. Das wäre ein Debakel. Du hast alles getan, was in deiner Macht stand, Dennis. Wenn sich hier jemand Vorwürfe machen muss, dann ich. Diese Caster klingelt. Hatten wir schon länger nicht mehr. Dennis! Spinne ich oder ist dieses komische Schiff da in Richtung Twin Drake City abgezischt? Ich habe es auch gesehen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Sheehan, was war das Schiff doch? Das war doch das Schiff von Team Plasma, oder? Ja, ohne Zweifel. Naja, wie dem auch sei, ich bin ebenfalls gleich da. Alles klar, du redest da schon. Dennis, wenn es irgendwelche Probleme gibt, melde dich auf jeden Fall bei mir, klar? Ich muss mich entscheiden, ob ich die Stadt beschütze oder diesen Kerl hinterherjage. Ich kann mich nicht so weiterhin. Sheehan. Da bist du ja, Dennis. Und Lysander, es geht euch also gut. Was für eine Erleichterung. Sheehan, was für eine Freude. Du bist ja richtig erwachsen geworden. Wie ich höre, bist du zum Arena-Leiter von Inventura City aufgestiegen. Oder? Ah, danke für das Kompliment. Aber heben wir uns das für später auf. Ich habe herausgefunden, wo sich Team Plasma im Augenblick aufhält. Sie treiben sich nämlich am derzeit kältesten Ort der Einheit herum. In Abidaya City. Retro und ich werden uns Team Plasma an die Fersen heften. Lysander, kümmere dich bitte darum, dass hier in Twin Lake City nicht noch Schlimmeres passiert. Das ist also der Plan. Ich verstehe, dann überlasse ich Team Plasma euch beiden. Aber passt auf, dass ihr euch nicht so viel zumutet. Dennis, wie ich schon sagte, möchte ich gerne, dass du mir hilfst. Mit deinem Talent als Pokémon-Trainer können wir Team Plasma die Stirn bieten. Ich mache mich nun auf den Weg, Lysander. Auf Wiedersehen. Abidaya City? Die Stadt liegt nördlich von Undula. Was hat Team Plasma dort zu suchen? Dennis, ich bitte dich, beschütze die Pokémon vor Team Plasma. Wie das sehr im Leben von Menschen und Pokémon auszusehen hat, sollte jeder für sich selbst entscheiden dürfen. Team Plasma darf uns nicht wieder seinem Willen unterwerfen. Jo, das heißt, es geht jetzt nach Undula City. Mit der besiegten Michelle fliegen wir dorthin. Oder nicht Undula City, aber Undula. Denn von dort aus kommen wir zu dieser anderen Stadt. Und ab. Jetzt ist es wieder blind. Denn das war der letzte Move. In dem letzten verschollenen Part sozusagen. Ab jetzt weiß ich gar nichts mehr. Ich habe das eigentlich. Wir haben das jetzt relativ zügig hinbekommen, alles nachzuarbeiten innerhalb von 3 Parts. Bedeutet 4 oder 5 Parts sind jetzt innerhalb von 3 Parts erledigt worden. Geil. Und wie es jetzt so weitergeht, weiß ich nicht. Es ist auch schön, dass es wieder blind ist. Und an sich, ja, das Team ist sogar, glaube ich, ein bisschen stärker als vorher. Gut, dann geht es wahrscheinlich... Warte, wir müssen erstmal kurz auf die Karte schauen, damit auch ihr nochmal einen Überblick habt. Ich habe ja schon den Überblick vom letzten Mal. Und zwar hier ist Undula, hier ist Abidaya City, wo wir hin müssen. Entweder gibt es jetzt hier über die Strandgotte. Route 21 oder per Unterseetunnel, aber mit der Strandgrotte, da kamen wir glaube ich nicht weiter, weil da geht es erst nach der Pokémon-Liga hin, wenn ich mich noch recht erinnere. Daher müssen wir unter den Unterseetunnel durch, nicht unter, sondern im Unterseetunnel. Unter dem Tunnel durchzuschwimmen ist ja ein bisschen sinnlos. Hier kommen wir wahrscheinlich immer noch nicht weiter, daher geht es jetzt los. Ach, wieso Caster klingelt? Na toll. Wer ist das jetzt so? Ach, Retro. Dennis, wo bist du denn gerade? In Undula? Alles klar. Geh jetzt einfach durch den Unterseetunnel. Dann kommst du direkt nach Abidaya City. Hatte ich auch vor. Ich muss kurz überlegen, wo waren. Ach, hier. Da ging es ja beim letzten Mal nicht mehr weiter. Ich auch schon mal geprüft, aber jetzt inzwischen schon. Der Unterseetunnel. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie dieses Meisterwerk der modernen Baukunst angefertigt wurde? Und das war eigentlich ziemlich einfach. Zuerst hat man die Tunnel für Mirora errichtet, diese anschließend auf den Meeresgrund hinabgelassen. Ohne die tatkräftige Hilfe unserer Pokémon wären wir jedoch ziemlich aufgeschmissen gewesen. Ehrlich. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das optisch aussehen wird. Und da sieht man, das muss geil aussehen.
Okay. Ich glaube, meine Erwartungen sind mehr als übertroffen. Das sieht ja mega geil aus. Guck mal, links da ein Barschuft, rechts ein Mantas. Hibiskus sehe ich da auch noch ganz klein. Alter! Ist das geil. Werden hier auch Pokémon-Trainer kämpfen? Wenn ja, ich wechsle mal Rook mal ein, weil der braucht auch noch ein bisschen Training. So sieht also alles unter dem Meer so aus. Da ich nicht schwimmen kann, hatte ich schon die Hoffnung aufgegeben, diesen Anblick je genießen zu können. Bin tief bewegt. Also ich bin auch sehr bewegt. Hier auch die Perspektive ist richtig geil gewählt. Pingtanz ist keine Attacke für Sonny-Emüter. Wofür kann man sie anwenden? Ach, es ist zwecklos. Mir fällt einfach nichts ein. So kann ich das im Fernsehen nicht erklären. Oh, jetzt nochmal eine andere Perspektive. Da nochmal ein Bauschuft. Alter, hier ist eine richtige Grotte. Oder eine Schlucht, besser gesagt. Eine Unterwasserschlucht. Wahnsinn! Wir sind mitten im Meer. Das ist ganz schön tief. Das sind bestimmt 10.000 Meter. Stimmt, das ist ganz schön tief. So tief wie meine Liebe. Ihr merkt, ich bin geflasht auch. So, einem deiner Pokémon das Item Giftstich zum Tragen gegeben? Momentan nicht, weil ich keine Giftattacken habe. Da links nochmal ein Hibiskus. Ja, das ist hier zwar ein begehbares Aquarium, aber daher kommt es dir nicht auch eher so vor, als wären wir diejenigen, die von den Pokémon beobachtet werden? Mir ist scheißegal. Das war geil. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Der Tunnel ist toll, wenn man so leicht von A nach B kommt. Aber noch sehr viel spannender daran ist natürlich, dass man die Meeres-Pokémon in ihrer natürlichen Umgebung beobachten kann. Mein Schirm ist randvoll mit unterschiedlichen TM. Möchtest du auch einen haben? Fassade. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine TM war. Fassade, Fassade. Bei Vergiftung, Paralyse, Verbrennung wird damit sich die Stärke des Angriffs. Kann man da. Nee. Ich dachte, da kann man jeden Tag hinkommen und eine TM holen. Ja, geil gewesen, aber leider nicht. Also ich will mal kurz schauen, von welchem Typ und wie stark. Mal Stärke 70. Wer könnte das erlernen? So schlecht sieht die Attacke ja mich nicht aus. Jeder kann das erlernen, lol. Jeder. Jonas hat Rückkehr, dem will ich auch erstmal Rückkehr noch weiterhin gönnen. Ich denke mal, wir lassen es erstmal dabei. Das brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. So, wir sind jetzt in Abidaya City. Da ist auch Retro schon. Guck mal hier. Na gut. Retro. Oh, da ist auch die nächste Arena. Geil. Wir müssen den DNS-Kamm um jeden Preis zurückbekommen. Du solltest zuallererst versuchen, den Arena-Leiter zu besiegen. Und die nächste Arena. Geil. Und das ist ja dann auch die letzte. Aber wir schauen uns erstmal die Stadt an. Sehr tropisch hier, das gefällt mir. Oh, du willst also den Arena-Leiter zum Kampf herausfordern? Oder? Dann viel Glück, Benson ist ein Freigeist. Ihn überhaupt erstmal zu finden, ist schon eine Aufgabe für sich. Na, das heißt, er wird wahrscheinlich erstmal nicht da sein. Ach, lol. Da ist er wohl. Tada! Hey, du hast sicher vor, dir in der Arena den Ohren zu schnappen, stimmt's? Ich bin Benson, der Easy Arena-Leiter. Tut mir leid, dass du erst nach mir suchen musstest. Bin ein Stück zu weit hinausgeschwommen. Eigentlich brauchte ich jetzt nicht so, ich bin nur ein paar Meter gegangen und da klingelt gerade jemand, aber mein Telefon ist gerade eh leer. Na toll. Egal, ich rufe dann einfach zurück, weil ich kann mir schon denken, was es ist. Ich bin wohl ein Stück zu weit hinausgeschwommen. Mit meinem Pokémon im kühlen Nass zu spielen, macht einfach so viel Spaß, dass ich darüber schnell mal die Zeit vergesse. Aber gut, man sieht sich in der Arena. Ja, das ging jetzt so schnell. Das sieht hier richtig schön tropisch aus. Noch gegen die kämpfen, wahrscheinlich nur, wenn wir Surfer haben. Aber Surfer habe ich jetzt hier nicht. Ist völlig unmöglich, das Meer oder die Natur so zu kontrollieren. Es liegt also an uns Menschen und an den Pokémon, mit den Launen von Mutter und Natur klarzukommen. Mutter Natur, meinte ich. Oh, das ist auch ein schönes Haus, so ein Boden, so das Wasser. Meine Ehrenaufgabe ist es, den Pokémon attacken. Ah, oh, geil. Gelbstücke. Ja, schauen wir mal.
Damals griff Schnarchstand die Tage abschlag. Synthese wäre vielleicht für Jonas geil? Ah, Synthese. Urort, Himmelsweh. Hitzewelle? Ableithieb? Also, ich werde, denke ich mal, offscreen zwei Gelbstücke sammeln. Oder vielleicht noch ein paar mehr, mal sehen. Ableithieb. Ich weiß nicht, ob das René erlernen kann. Ich will mal kurz schauen. Und Synthese kann bestimmt Jonas erlernen. Und Hitzewelle wäre vielleicht auch noch geil. Ja, jetzt kommt hier eine Windows-Meldung. PokeWiki. Ich schau mal kurz. Ah, oh, wenn Chrome jetzt hier nicht so ewig lange brauchen würde. Chrome hat sich aufgehangen oder was? Na gut. Ah, jetzt ist es da. Lucario. Alter, wie langsam ist denn das? So, fünfte Generation. Die Ableit, ich weiß nicht, welche Themen das ist. Kann ja nicht mal. Schade. Gut, dann können wir das schon mal zum Beispiel gleich vergessen. Aber Hitzewelle wäre vielleicht für Finn ganz gut. Und halt Synthese für Jonas. Ist glaube ich eine Pflanzenattacke da, ja. Ey, ich sage euch zum nächsten Part nochmal ein bisschen mehr Bescheid. Wir werden, denke ich mal, in diesem Part auch nicht die Arena anfangen, weil wir erstmal die Stadt erkunden müssen. Obwohl, wir haben noch 12, 13 Minuten. Könnte hinhauen, weiß ich nicht. Ey, Pokémon-Trainer. Also, wenn ich dir einen Attacke empfehlen müsste, wäre es wohl Vitalglocke. Vitalglocke heilt alle Pokémon im Kampf von deinem Team auf der Seite des Anwenders. Von allen Statusproblemen. Wirklich eine Attacke, bei der die Pokémon Zuneigung ihres Trainers spüren. Klingt so an sich nicht schlecht. Brauche ich jetzt erstmal nicht. So, mit dem haben wir schon gesprochen. Da kommen wir jetzt erstmal noch nicht runter. Ah, die Wohnungen müssen hier ganz schön teuer sein. Dann schlägt so flach und gar nicht dick. Oh, bist du formschön und schick. Okay. Stefan auf einem Flünschling sorgt seine leichte chartige Aufladung für einen angenehmen Massageeffekt. Aha. Kommen wir da jetzt runter und... Ja doch, wir kommen zum Item. Sehr schön. Eine Herzschuppe. Mehr, soweit das Auge reicht. Da kommen wir nicht hin. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Es gab hier noch einen Weg nach links. Und hier hoch. Ey, sag mal, hast du einen Mantel dabei? Gib schon zu, du willst doch deinen Mantags gegen einen Tangolos tauschen. Doof. Mein Freund ist so versessen aufs Tauschen, dass wir sogar schon Klamotten getauscht haben. Ah, okay. Ah ja, was für ein tolles Wetterchen. Wie lange bin ich jetzt eigentlich schon hier im Urlaub? Der Aufenthalt hier ist so eine tolle Wohltat, dass ich den Kopf abgeschaltet habe. Eine entspannende Veranstaltung wäre jetzt eine willkommene Abwechslung. Gedächtnistraining. Naja, was war heute noch mal für ein Tag Sonntag? Eigentlich ist es gerade Mittwoch. Und ist für mich. Vielleicht ist es für euch Sonntag, weiß ich nicht. So, dann ist hier hinten noch ein Haus. Dann geht's da nochmal runter. Wir gehen erstmal ins Haus. Hier kommt einfach nie jemand vorbei. Warum auch immer. Moment mal, du bist doch ein Trainer. Gib alles und wieder zum Champ. Hier kann ich nämlich damit werben, dass der Champ hier war. Ist auch eine Idee. Kann ich auch im Real Life so sagen. Aber hier in der Stadt gibt es Pokémon, interessant. Aber dann kann ich auch so sagen, hier, wenn ich irgendwie mal Besuch habe, werde Bundeskanzler. Kann ich auch damit werben, dass der Bundeskanzler bei mir war. Oder so, keine Ahnung. Habe ich mit dem schon gesprochen? Ja, genau.
So, wir sind aber noch nicht durch. Hier unten gibt's noch ein bisschen was. Es gibt auch viele Surferstellen, da müssen wir noch mit Surfer vorbeischauen. Hey, wasch mich, ich bin der Frühling. Hey, nicht so schnell. Na warte, ich krieg dich noch. Ah, okay. So, hier ist sonst nur die Arena, sonst weiter nichts. Moment mal, da hinten. Na was? Aber wie soll ich denn aufs Festland kommen? Jemand kommt dann nur mit Surfer aufs Festland, okay. So, bei der Arena, da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen. Da das Wasser-Pokémon sind. Woher ich das weiß. Naja, wenn man sich den einen Ohren den letzten Ohren anschaut, da kann man ja schon sehen, dass der nicht so ein Wassertropfen ist. Und hier ist eher alles Strand und so. Im Ernst, jetzt ein Pokémon, die man noch nie was von Surfer gehört. Denn auch Pokémon, die keine große Welle machen, mag ich gar nicht. Bringt mir da was, wenn wir ein Pokémon mit Surfer im Team haben? Das will ich jetzt mal kurz ausprobieren. Und da kann ich gleich mal Ohr doch mal drinnen lassen. Können wir uns da nochmal genau umschauen. Komm Nico, du erstmal raus. Ja, der Wahnsinn, du hast meinen Respekt. Also du und dein Ohr doch, ihr schwimmt wirklich auf der Erfolgswelle, nicht wahr? Ich, also ich bin ein passionierter Nichtschwimmer. Die große Welle mache ich da ja nicht. Ich dachte, man kriegt da irgendwas. Habe ich jetzt schon die Pokémon geheilt? Ich weiß es nicht. Obwohl, die brauchen eigentlich keine Heilung. Egal. Jetzt habe ich extra Surfer geholt. Aber, naja gut, Order und ich. Wir stehen uns jetzt nicht so nahe. Bitte jetzt lieber früher einen Geheimtipp unter Urlaubsfreunden. Ich finde es gut, dass jetzt mehr Leute kommen. Das macht es belebter. So, hier könnte man nochmal ein paar Tränke und so kaufen. Brauchen wir irgendwas? Viel Supertränke. Ja, nehmen wir mal nochmal 11 Stück. Oh, wir haben sehr, sehr viel Cash. Fällt mir. Na gut, mehr brauchen wir jetzt auch nicht. So, was verkauft der? Ah, nochmal Bälle. Aber wir waren ja sowieso vor kurzem im Kaufhaus, da kann man sich alle Bälle holen. So, dann gehen wir ja kurz nochmal mit Ordoch nach ganz oben. Schauen uns da nochmal ein bisschen genauer um. Hier könnten wir uns theoretisch auch nochmal umschauen. Obwohl. Haben wir jetzt nicht, aus dem vorhin Grund. Aber das führt dann wieder zur Strandgrotte, wo wir sowieso noch hinkommen werden. Ey, ich wollte eigentlich nicht ins Haus hier. Ich habe eigentlich nach links gedrückt, aber egal. Geht's erstmal hier? Das könnte ein Trainer sein, mal sehen. Ich habe ja Luke nach vorne, falls Wasser-Pokémon dran kommen. Ja, eine Trainerin. Nice. Nee? Oh lol. Ich bin eine Meerjungfrau, die in der Brandung badet. Oh, das erinnert mich an den Spitznamen meiner Leiterin aus der Kanto-Region. Die Boshikose Meerjungfrau. Weil sich die Musik geändert hat, dachte ich zuerst. Erstmal einfach nur die Zuckermusik. Seegesang findet man hier. Sehr nices Item. Wenn man einem Pokémon Schaden zufügt, kriegt man einen Teil der KP wieder. Wirklich sehr, sehr nice. Ja, und hier hat sich wirklich nur die Musik geändert. So, wir schauen einfach nochmal hier hinten. Wirklich könnten wir auch hier runter. Nee. Hier. Ja gut. Hier waren wir schon. Gibt's sonst hier nichts weiter? Da oben gibt's noch was. Hä? Da ein Item. Haben wir das nicht geholt? Fahrzeichen. Dann auf geht's dahin. Aber Moment mal, man kann auch hier durch. Warte, dann will ich kurz mal schauen, was ihr da sagt. Ist die Strandgrotte ein Begriff? Um dorthin zu gelangen, musst du dich mit Hilfe der Form-Attacke-Surfer ans südliche Ende von Route 21 begeben. Am Ende der Strandgrotte liegt übrigens die Bucht von Ondula. Ah, vielleicht kann man dann doch schon dahin. Mal sehen. So, hier waren wir jetzt dementsprechend noch nicht. Denn... Ruhe. Ah doch, waren wir, hä? Moment mal. Kann hier nochmal durch. Das habe ich nicht gesehen. So, da links ist auch gleich nochmal eine andere Route. Oder, warte mal kurz. Du bist doch bestimmt so gut und gehst mit meinem süßen Linfu spazieren, oder? Ja.
Also was da trifft man ja mal jemand Nettes, wer hat dir das gedacht? Vertraue ich dir jetzt mal dieses Ding vor an. Da geht's schön spazieren. Allerdings bitte nur hier drin im Haus. Denn draußen ist es viel zu gefährlich. Oh. So, wie viel muss ich jetzt da herumgehen? Also es ist. Wenn man dem Pokémon nichts zutraut, können sie auch nichts lernen. Hoffen wir, es reicht jetzt. Connection lost. Oh lol. Connection lost. Hä? Was? Ist sehe ich das richtig? Du erwächst ernsthaft den Spaziergang abzubrechen? Nein, wir machen noch weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier eine bestimmte Anzahl an Schritte gehen müssen. Geh einfach mal hier ein bisschen herum. Bisschen unsinnig, aber naja. Sagt sie jetzt was anderes? Ich wollte gar nicht weitermachen. Ich hab doch nach unten gedrückt. Ich wechsle nach unten gedrückt. Jetzt hatte ich gleich reagiert. Eben muss ich auch zweimal. Ich muss dem Text auch nochmal zweimal drücken eben. So, was findet man hier? Eventuell kriegt man da eine Belohnung von der alten, aber darauf kann ich jetzt verzichten. Ich kann vielleicht mal kurz auf PokeWiki schauen, was man von der bekommt. Wie ist denn die Stadt? Wie ist denn die Stadt? Ja doch, hier. Abidaya, achso. Oh. Connection lost. Connected. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem TeamSpeak los ist im Hintergrund. Man kann hier auch noch ein bisschen was anderes kriegen. Naja, will ich da mal kurz mit dem Item Radar nochmal schauen? Mal hier unten kann man was finden. Eine Herzschuppe. Und dann noch was anderes Geiles. Und zwar. Wo war denn das Haus, wo man jetzt tauschen konnte? Muss das jetzt nochmal wiederfinden. Weil da gibt es was richtig Geiles. Zumindest etwas mit dem aktuellen Spielstatus. Ja, hier, das ist zwar der Dankenerlerner. Wo wir auch noch hingehen wollen. Nee, hier auch nicht. Mann, der hört mich jetzt so ein bisschen, aber. Kann man nichts machen. Hier ging es auch noch mal hoch. Ich glaube, das müsste dieses Haus gewesen sein. Nee, das war der mit dem Champ. Wunsch ans Champ. Sorry, wenn ich jetzt hier noch mal alles abklappern muss, aber ja, hier in Mülleimer findet man nämlich eine Top-Genesung. Haben wir bisher noch gar nicht. Das heißt, komplette KP plus Statuswerte, also von daher ist das mega geil. Und sonst, ja, man kriegt eine Perle täglich, wenn man mit dem Lindfu spazieren geht und dann wirklich bis zum Ende. Ja gut, kann man halt verkaufen. Gut. Gut, dann sind wir jetzt hier auch durch. Moment mal, es gab da noch einen Weg nach links, oder? Da hinten. Ja gut, da. Wenn wir beim nächsten Mal irgendwann hingehen, ich denke mal, da wird es dann weitergehen oder so. Ich werde den Part an dieser Stelle beenden. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich werde aufs ein paar Gelbstücke sammeln. Mal sehen, wie viele letztendlich. Ich werde nochmal überprüfen, ob auch die Pokémon zum Beispiel Finn Hitzewelle erlernen kann. Und halt auch Jonas Synthese. Bis nächstes Mal. Viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein. Und bye bye.